Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe bei Facebook etwas getauscht, und zwar eine Kerze. So, über diesen Messenger, ne, wie man das halt so macht, wenn man bei Facebook tauscht, haben wir dann gesagt, ja hier, ne, die, wir können ja tauschen und so. Ich habe übrigens meine Ember Moon getauscht, die seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr im Standardsortiment gibt und demnach schon so ein bisschen Raritätenstatus hat. So, und die liebe Melanie wollte sie mit mir tauschen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, ich gucke übrigens seine Videos. Und dann habe ich gedacht, tadam. Und dann habe ich sie gefragt, ich sag mal, wie sieht's aus? Sollen wir uns nicht einfach eine Kerze uns gegenseitig zuschicken und den Rest so, ich glaube, wir haben gesagt, 300-400 Gramm Duftwachs. Und hat sie direkt gesagt, yes, wie cool ist das denn? Und dann haben wir gesagt, legen wir los, machen wir das. Und jetzt wollte ich euch die Sachen zeigen, die sie mir dann geschickt hat. So, und zwar, ich habe das Paket schon mal aufgemacht, es steht hier vor mir. Und sie hat mir Tee reingelegt. Peach, Cranberry, Strawberry, Apple und Lemon. Also ein Obstkorb hast du mir mitgeschickt von Fortune Mason, heißt das so? Ich bin ja nicht so die übelste Teetrinker, aber ab und zu trinke ich mir da mal so ein Schwarztee mit Zitrone oder Fenchel. Und jetzt im Moment habe ich einen mit Kirschblüten. Ja, finde ich auch cool. So, ja, ich habe hier, du hast mir ein Smashbox-Foto, finde ich, wo Primer Water geschickt. Ich weiß noch, den hatte ich in klein und ich fand den ganz schlimm, glaube ich. Ich probiere es aber nochmal aus. Ich freue mich da tierisch drüber, über sowas. Mensch, das haben wir doch gar nicht abgemacht, sowas. Vielen Dank. Du hast mir ein Votivkerzchen von Sea Salt and Sage geschickt. Das ist ein sehr schöner, lieblicher Duft, finde ich. Also nicht lieblich. Also so ein zarter Duft, der schön im Badezimmer rüberkommt, weil in anderen großen Räumen kommt der leider nicht so raus, aber ich finde, Votivkerze zündet man sowieso am besten im Badezimmer an, finde ich. So, dann hast du mir dabei gelegt, Cozy Cabin von Country Candle und Cozy Cabin von Goose Creek mag ich voll. Das hier ist ein Daylight, ich werde mir übrigens Daylights mittlerweile auch zerstückeln und in der Duftlampe reintun, weil da rieche ich nichts von. Oh, oh, ja, das ist schon Maggi. Leider nicht so meins. Aber vielleicht eventuell so ein Stückchen mal warm machen. Das hast du mir dann hier noch Schönes geschickt. Das ist auch kein Tarte. Das sieht auch aus wie ein Beauty-Produkt. Das habe ich in groß noch. Ich finde diese Teile super schön, weil das riecht voll gut. Das, ja, danke. So, dann hast du mir Lovely Kiko Tarte. Was ist das denn? Auch eine Fluse? Lovely Kiko Tarte. Ich finde diesen blumigen Duft ganz, ganz toll. Hat so eine leichte Süße in sich. Finde ich super schön. Dann hast du mir Wildberry Mousse and. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall von Beas Wax Bakery. Schaut selber. Das Bea hat oft wegen diesen Custom Orders oder Order heißt das so, hat sie immer so voll lange Namen, weil da halt manchmal drei Duftkomponenten drin sind. Aha. Was ist das? Ja, das ist auf jeden Fall so eine Creme, ja. Ja. Muss ich mal ausprobieren. Kann jetzt nicht mein Liebling werden, das weiß ich jetzt schon. North Pole, oh mein Gott, das ist ein Yankee Candle Tarte. North Pole, den Hauptwurmer gab es bei Amazon vor Weihnachten. Wollte ihn mir holen, aber dann stand da Minze. Und da habe ich mir gedacht, ah, ne, aber so als Tarte bin ich jetzt mal gespannt, wie er riecht. Ja. Und es ist ein Minzduft, der für mich leider nicht in Frage kommt, weil ich persönlich stehe überhaupt nicht auf so dieses Minzige, aber das macht wirklich nichts, ne? Vibrant Saffron ist ein richtig toller Duft, finde ich. Das ist so ein orientalisch. Hier rieche ich jetzt nichts. So ein orientalischer Duft, so ein bisschen, finde ich. Ja, orientalisch, vanillig und so ein bisschen. Ja, orangig, nicht wirklich, aber sowas in der Richtung. Für mich zumindest. Hallo, Schatz. Hallo, Schatz. Ist wieder am Drehen. Wieder Päckchen gekriegt. Schon wieder? Ich krieg den ja nicht mehr auf. Nee. Hallo. Hey, Schatz. So, dann haben wir hier von Heart and Home Jasmintraum. Der riecht schön. Richtig schön, ja, so kühle Blüten. Der Duft kommt mir total bekannt vor.
so riechen auch gerne mal, ich sag mal, so ein Parfüm für ältere Damen. Riecht aber sehr gut. So, dann haben wir hier auch wieder Bears Wax Bakery. Das ist Kokumbe und Melons. Okay. Ich glaube, das klingt nicht so ganz nach meinem Geschmack, aber ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren gerne. Mm-mm. Aber das liegt auch an Melone. Melone ist einfach nicht so mein Duft. Also, nee. So, und dann haben wir hier, was haben wir denn hier Schönes? Achso, erstmal hier ein Tarte. Lavender. Lavender-Tarte geht immer. Supi, voll geil, dankeschön. So, und dann haben wir hier so, was ist das? Fließdeckchen. Hast du mir so eine kleine Kerze, glaube ich. Aha, cool. Du hast mir eine kleine All is Bright, aber ich glaube, den Duft, ich habe da damals dran gerochen im Laden und habe den stehen gelassen, weil ich den jetzt nichts Außergewöhnliches fand. Ja, All is Bright, der riecht so ein bisschen spritzig. Also ist eigentlich ein Weihnachts-, also ein Festive-Duft. Aber für mich riecht der nicht so nach Weihnachten. So, ne? Also das ist ein spritziger Champagner-Duft, würde ich ihn jetzt mal nennen. Ist fürs Badezimmer definitiv okay. So, und dann kommen wir zu dem Hauptmerkmal, was... Ah ne, da unten, krass, da ist was, irgendwas Kleines. Erstmal zeige ich euch die Kleine hier. Ah, wie cool, das ist eine kleine Kerze von Heart and Home. Tannenbaum, davon hatte ich letztens ein Duftmeld. Fand ich mit meinem Freund, also mein Freund und ich, mit der Esel nennt sich immer zuerst, fanden wir ganz toll den Duft. Riecht wirklich sehr schön. Einfach nur nach Tannenbaum. Das riecht für mich wie wirklich, als wenn ihr Weihnachten, kurz vor Weihnachten, also in der Vorweihnachtszeit, euch den Tannenbaum kaufen geht und der Tannenbaum so durch diesen Tannenbaumtrichter verpackt wird. Und wenn euch da so ein Tannenbaumduft entgegenweht, so riecht das. Richtig schön. Cool. Auch die Dose ist sehr schick. Danke. So, und jetzt die Kerze, die wir getauscht haben. Wie gesagt, sie hat von mir Ember Moon bekommen. Und ich bekomme Farmers Market. Nee, nicht Farmers Market. Irgendwas mit Market. Nee, genau, ist richtig. Market Blooms bekomme ich. Und das ist ein Duft. Da bin ich schon seit Ewigkeiten, liebäugel ich damit. Und ist aber schon so ein bisschen, ja, nicht Rarität, weil die wird jetzt bald wieder neu aufgelegt. Aber wahrscheinlich dann mit viel weniger Duftöl, wie man das so kennt. Aber ich wollte sie schon wirklich lange haben. Und dann habe ich letztens irgendwo in ein Tauschpaket, habe ich so Reste davon gekriegt und habe die in der Duftlampe geworfen. Und dann wusste ich, ich brauche ihn wirklich. Ich möchte ihn haben. Mir war allerdings klar, ich möchte keins kaufen. Weil ich möchte mir generell jetzt erstmal ab jetzt nichts mehr kaufen. Ich habe zuletzt habe ich mir noch eine Kerze tatsächlich gekauft. Die habe ich euch noch mal nicht in einem Haul gezeigt. Allerdings tatsächlich, jetzt werde ich mir keine Kerzen mehr kaufen. Ich muss erstmal aufbrauchen. Tauschen ist was anderes. Na, deswegen halt auch dieses hier. Aber meine Wohnung, also beziehungsweise die Wohnung von mir und meinem Freund. Mein Freund und mir. Was ist denn los? Normalerweise rede ich nie erst ich. Naja, die Wohnung von meinem Freund und mir ist schon voller Duftkerzen und Duftwachs und so. Also da, wir können düfteln, bis wir sterben. So. Und ja, jetzt habe ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe auf jeden Fall die Market Blossom mit S am Ende. Ich finde das, allein das Label finde ich wunderschön. Das ist, ja, so ein Fahrrad will ich auch. So. Und die riecht wirklich ganz besonders floral. Also es ist florale Kerze natürlich. Aber die riecht so, wie kann ich das erklären? Ist noch irgendwas, ja, Gewürzmäßiges drin oder sowas? Also, ihr seid auf jeden Fall auf dem Markt, ja, ne, überall sind Blumen, aber es gibt ja auch überall andere Dinge zu kaufen. Jetzt nicht Süßigkeiten, davon rede ich nicht. Also der ist, boah, der ist so besonders schön. Oh, da ist mir gerade was entgegengeflogen. Krass, was ist denn? Guck mal, da ist ein Kreis. Was ist das denn? Hat man sich bestimmt mal was rausgekratzt. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz toller blumiger Duft. Und da freue ich mich drauf, dass ich den habe. Wirklich. Also mega. Also, ich danke dir. Ich danke dir, liebe Melanie, für dieses tolle Paket. Ich hoffe, du konntest mit meinen Sachen auch etwas anfangen. Und ja, ich kann es jetzt entsorgen. Und ja, ich hoffe, ihr anderen hattet auch viel Spaß bei dem Video. Und wir sehen uns bald wieder.